Er dürfte einen der aktuell entspanntesten Jobs beim Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim haben. Er dagegen so gar nicht. Trainer Rüdiger Rehm. Denn wer auf die Tabelle schaut, der blickt aktuell eher auf triste Tage und schlechte Stimmung beim SVW. Aber für die Situation, wo wir sind, kann man sie trotzdem annehmen und ist sie angenehm. Wir versuchen natürlich, die Köpfe zusammenzustecken, versuchen gemeinsam aus dieser Situation rauszukommen. Aber natürlich haben wir uns alles ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt ist die Situation so. Und die musst du dann eben auch als Herausforderung sehen und musst gucken, dass du rauskommst. Dass die Buwe nicht direkt in die zweite Liga marschieren, war im Umfeld vielen klar. Doch dass gleich der Abstieg drohen könnte? Trainer Rüdiger Rehm ist jetzt im kalten Winter als Krisenmanager gefragt. Es gibt, glaube ich, keinen Fußballer, der noch nicht in der Krise drin war. Ja, zumindest kenne ich keinen. Und von daher gilt es halt immer in der Krise, dann würde ich auch die Köpfe zusammenzustecken und nochmal weiter dran zu glauben, den Kopf oben zu lassen, nicht irgendwo die Köpfe runterzunehmen, die Schulter nach vorne, sondern würde ich Brust raus, breit sein, Kopf in den Wind und versuchen eben mit allem, was wir haben. Es fehlt uns nicht viel, aber es fehlen uns entscheidende Dinge, diese entscheidenden Dinge auf den Platz zu bringen. Und dass so viele Dinge fehlen, das nimmt der 45-Jährige auch mit nach Hause, auch an seinem Geburtstag am Mittwoch. Können Sie mal meine Frau und meine Familie fragen. Ich glaube, ich nehme es extrem mit nach Hause, ja, sodass irgendwann mal auch gesagt wird, hey, jetzt müssen wir irgendwann mal an was anderes denken. Aber natürlich ist es eine unfassbar schwierige Situation für mich, ja, weil ich den Verein natürlich auch sehr, sehr mag, sehr, sehr im Herz geschlossen habe, weil ich schon sehr, sehr lange hier im Endeffekt den Verein auch vor Augen habe, ja, als Spieler und jetzt auch als Trainer. Und das ist eine sehr schwierige Situation für den Verein, für mich selbst auch. Und dafür nimmt der Coach seine Spieler in die Pflicht. Wir versuchen schon den Jungs im Endeffekt im richtigen Moment die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Aber wir können ihnen nur in einer gewissen Art und Weise helfen, nur bis zu einem gewissen Prozentsatz. Das meiste müssen sie selber machen. Ja, wir geben ihnen Optionen, wir geben ihnen Hilfe, wir trainieren sie. Ja, wir versuchen ihnen Selbstvertrauen einzuhauchen, wir versuchen ihnen Dinge mitzugeben, damit es erfolgreicher wird. Aber umsetzen müssen sie es. Es müssen Punkte her, das ist unausweichlich. Und das morgen gegen Ferl, den Tabellenvierten mit deutlichen Ambitionen, in die Spitzengruppe zu rücken. Ja, der Druck ist für uns alle groß. Ja, natürlich sind wir noch in der Vorrunde, aber trotzdem ist der Druck groß, damit wir im Endeffekt bis Weihnachten, wenn es geht, über dem Strich stehen. Das ist jetzt mal das erste Ziel, was wir haben. Am Freitagabend mit einem Sieg können wir schon drüber stehen und deswegen ist das natürlich auch unser absolutes Anliegen, ja, diesen Freitagabend erfolgreich zu gestalten. Der Druck wächst für alle Beteiligten. Rüdiger Rehm und sein Team müssen liefern. Am besten dreifach.